Der Nil ist der längste Strom der Erde. Auf 6671 Kilometern bahnt er sich seinen Weg durch den halben afrikanischen Kontinent bis zu seiner Mündung ins Mittelmeer. Hier in Uganda nennt man ihn auf einer kurzen Strecke Nile Victoria, das heißt Victoria-Nil. Nach einigen Kilometern trägen Dahinschlängelns wird er auf nur wenige Meter Breite zusammengedrängt. Hier muss er den Flaschenhals der Murchison-Fälle passieren. Mit donnerndem Getöse stürzt sich das Wasser 40 Meter abwärts. Die gesamte Wassermasse des Nils muss sich durch die kaum 7 Meter enge Schlucht zwängen. Einige Kilometer stromabwärts fließt er wieder ruhig und gemächlich. Aber der Schein trügt. Hier muss man sich vor dem, was in der Stille verborgen ist und lauert, in Acht nehmen. Auch wenn er sich nur selten zeigt, wird er von all seinen Nachbarn geachtet und gefürchtet. Der Herrscher des Flusses, wie das Nilkrokodil respektvoll von den Afrikanern genannt wird. Crocodilus niloticus, so sein lateinischer Name. Es kann bis zu 7 Meter lang werden und gehört damit zu den größten unter den Panzerechsen. In Afrika sind Flüsse auch immer Orte von Auseinandersetzungen. Hier begannen die Spannungen vor 3 Wochen, als die Weibchen ihre Gelege an den Ufern vergruben. Es wird noch weitere 60 Tage dauern, bevor die Jungtiere schlüpfen. Also noch weitere 60 Tage Fastenzeit für die Weibchen, denn sie bewachen ihre Nester. Bei diesem Weibchen hat sich im Laufe der Zeit der Panzer geschwärzt. Es ist über 100 Jahre alt. Bei jüngeren Tieren ist der Panzer noch heller. Dieses Weibchen ist etwa 30 Jahre alt. Obwohl es so aussehen mag, bebrüten Krokodile ihre Gelege nicht. Die Eier liegen unter der Erde in einer Kammer, die genau so tief ausgehoben wurde, dass darin eine Temperatur von 30 bis 35 Grad Celsius herrscht. Nach dem Verschließen des Lochs bleibt nur noch eins: abwarten. Abwarten, aber dabei bleibt stets ein Auge offen. Das Weibchen darf sein Gelege keine Minute aus den Augen lassen. Nur so kann sie es vor überaus listigen und skrupellosen Eierdieben schützen. Und hier ist er. Der größte Feind der Krokodilmütter, der Nilwaran. Ein vorsichtiger und geschickter Nesträuber, der, wenn er kann, jedes Gelege gnadenlos plündert. Der Nilwaran ist mit durchschnittlich 1,5 Metern viel kleiner als sein Verwandter, der Komodowaran. Seine Streifgänge beginnt er normalerweise am frühen Morgen. Dieser hier hat sein morgendliches Sonnenbad beendet. Noch ein Schluck Wasser und dann geht es auf zur Jagd. Der Nilwaran muss nur Geduld haben. Es ist heiß, sehr heiß. Irgendwann wird der Augenblick kommen, wenn die Krokodilweibchen eine Pause in ihrer Nestwache einlegen, um sich im Wasser abzukühlen. Und auch das zweite Weibchen sucht das erfrischende Nass. Zuerst einmal die Lage prüfen. Der Waran hat einen guten Geruchssinn. Die Krokodilweibchen haben ihre Nester bei der Eiablage mit Geruchsstoffen markiert. So können sie sie nach einem Erfrischungsbad leicht wiederfinden. Und auch den Waran führt das auf die richtige Spur.
Das bringt die Späher zum Einsatz. Diese Kiebitze haben mit den Herrschern des Flusses ein Abkommen. Für das Recht, an den Ufern und unter dem Schutz der Krokodile brüten zu dürfen, bewachen sie deren Gelege und geben Alarm, wenn sich ein Eindringling nähert. Das gilt auch für diesen Vogel, den Liest. Und diese geben nicht nur Alarm. Sie nehmen ihre Aufgabe als Wächter so ernst, dass sie auf den Nilwaran herabstürzen und ihm Schnabelhiebe versetzen. Diese